even get some calls. Und damit herzlich willkommen zurück hier mal endlich wieder in GTA Nummer 5, wo ich hier gerade mit Franklin ein nettes Auto geklaut habe. Oh, ein sehr schönes Auto, um genau zu sein. Mit ziemlich schnell die Bullenkarren, hatte ich jetzt nicht gedacht. Und hier in den U-Bahn-Tunneln sieht das mit dem Blaulicht auch ziemlich cool aus. Habe ich euch ja gerade gezeigt, oder wollte ich euch eigentlich gerade zeigen. Und dann bin ich sofort wieder rausgeheizt. Naja, auch gut. Fahren kann ich immer noch nicht. Ich habe nichts dazu gelernt. Na gut, was machen wir jetzt überhaupt? Eigentlich, wollte ich euch darum bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, ob ihr die Hauptstory, also jetzt hier die Story von GTA 5, so mit Michael, Trevor und Franklin sehen wollt. Komplett. Oder ob ich hier einfach mal so Singleplayer online geht auch irgendwann weiter. Das verspreche ich euch, aber ob ich jetzt hier im Singleplayer nicht so die Story machen soll, sondern einfach so Nebenmissionen, zum Beispiel Tennis spielen, das mal zeige, Golf spielen oder Dart spielen, keine Ahnung, irgend sowas. Oder einfach nur Trash mache zum Beispiel hier. Die paar Picknickfahrer überfahren, so zum Beispiel sowas. Ein bisschen Stunts mit Motorrad, Auto, irgendwas, keine Ahnung, mal was in die Luft sprengen. Verfolgungsjagden. Halt einfach so, was man so halt so sonst in GTA macht, nicht nur die Story, halt abseits von der Story. Habe ich mir gedacht, weil die Story kennen ja mittlerweile schon so ziemlich alle. Die gab es schon auf der Xbox 360, auf der PS3, auf der Xbox One, auf der PS4 und jetzt halt nochmal PC, und ich glaube, irgendwann, wer sich auch für GTA 5 interessiert und das hier guckt, sollte auch schon die Story kennen, schätze ich. Deswegen denke ich mir, wäre es jetzt nicht so interessant, wenn ich jetzt nochmal die Story runterrassel, und ich werde die dann eher so für mich privat spielen. Also ich persönlich kenne auch schon die Story, habe sie mir auch schon ein paar Mal angeguckt als Let's Play bei anderen. Und ja, ich freue mich darauf, sie selber zu spielen, aber nochmal zeigen, weiß ich nicht, ob ich das so, sich das lohnt. Keine Ahnung. Deswegen ist das jetzt eher nur so ein kleines Info-Video. Verdammte Scheiße. Einfach ein kleines Infovideo, wo ich immer noch nicht Auto fahren kann. Das ist auch dämlich, ey. Ich gehe auch immer so schnell kaputt. Boah, das sieht einfach so geil aus. Naja, also schreibt in die Kommentare, ob ich lieber einfach nur Trash machen soll oder wirklich die Story durchziehen. Denn das würde ich dann auch machen. Ist ja kein Problem, wenn ich die sowieso spiele. Kann ich ja auch nebenbei einfach aufnehmen. Das ist ja kein Problem. Das mache ich dann auch gerne. Ich setze mich da dran. Ich bin da ja offen, in alle dieser Richtung ist. Okay. Na gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Schreibt also in die Kommentare, ob ihr die Story sehen wollt oder einfach nur Singleplayer, ein bisschen Trash, irgend sowas, keine Ahnung. Oder einfach nur GTA Online. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns dann demnächst bald wieder. Bis dahin. Sagt hier Franklin tschüss. Jo, die meisten Lichter geht schon gar nicht mehr. Und ich sag auch tschüss. Bis dahin. Ciao.